Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Staatsgrenze zwischen Österreich und seinen östlichen Nachbarländern mit dem sogenannten Eisernen Vorhang hermetisch abgeschirmt. In diesem Zusammenhang kam es auch zur Unterbindung des grenzüberschreitenden Verkehrs nach Zlabings. Im Jänner 1977 kam es dann zur Einstellung des Bahnbetriebs auf dem Teilstück Gilgenberg-Fratres. Und knapp 10 Jahre später wurde auch der Personenverkehr zwischen Weidhofen und Gilgenberg wegen mangelnder Frequenz aufgelassen. Mit der Öffnung des Straßenübergangs Fratres-Slavonice am 23. März 1991 hofft man nun in der Region, dass auch die Teierzahlbahn wieder Bedeutung für den grenzüberschreitenden Personenverkehr erlangen könnte. Vor allem der Verein Neue Teiertalbahn mit seinem Sitz in Weidhofen an der Teier setzt sich für die Reaktivierung dieser idyllischen Bahnverbindung ein. Ob die Bemühungen auch Erfolg haben, wird jedoch erst die Zukunft zeigen. Die Chancen stehen jedenfalls nicht schlecht. Leider Gottes haben sich die politischen Kräfte so entschieden oder dürfen sich so entschieden haben, dass auf der österreichischen Seite die Bahn demoliert wird, abgebrochen wird und auf der Trasse ein Radweg gemacht werden soll. Ich kann nur an die Vernunft des Landeshauptmanns appellieren, der ist der letztendliche Entscheidende. Er hat versprochen, der österreichischen Bevölkerung und was mir besonders wehtut, natürlich auch der tschechischen Bevölkerung. Und so kann man mit einem Nachbarn einfach nicht umgehen, dass man etwas verspricht, so etwas, so Tragweites, und das dann nicht einhält. Auf tschechischer Seite wurde die Bahnlinie bis Slavonice gebaut, wie es vereinbart worden ist in den, von 2002 bis 2004. Und habe das fix und fertig gebaut mit Ausfahrsignalen Richtung Österreich. Und ab Österreich wird diese durchgehende Bahnlinie, diese internationale Bahnlinie einfach gekappt. Říkám, jsem tady jako pamětník, protože jsem tadyhle ve stanici od roku 1958, 1991. Už se tady taky na té straně začal starý složek Kolejnice dávat dolů, že se bude opravovat trať. Ještě tenkrát to měla dělat železniční vojsko za 1,5 milionu, co vím já, co jsem slyšel. 8 začala přebudovávat nový nástupiště, nový koleje, nový výhybky, všechno elektronicky zabezpečený počítačema jako na špičkový úrovni. Nakonec to zase skončilo jenom na české straně, že budovala stanice ve Slavonicích, ale na rakouské straně to zůstalo a asi už to tak zůstane. Takže vím, že byl podepsaný nějaký dokument za nějaký ty pohlaváři na rakouské i na naší straně podepsali a nakonec se to neuskutečnilo. Že někdo, jestliže dal pod to podpis, že se to propojí, tak by to asi měl mít nějakou zodpovědnost a něco zaplatit, taky ze české straně prostě se tady udělá ta investice a nakonec to přišlo vniveč. Ich stehe hier und mir bleibt nichts anderes übrig, als dass ich mich für den niederösterreichischen Landeshauptmann entschuldige, dass er das macht, was eigentlich niemand von uns für möglich gehalten hat, dass er diese wichtige Einrichtung für das Waldviertel demoliert. Sollte die Teiertalbahn tatsächlich wieder einmal in ihrer ursprünglichen Länge befahrbar sein, wird sie wirtschaftlich betrachtet sicher ein positives Ergebnis liefern. Möchte doch der größte europäische Sägewerkskonzern, die Firma Schweighofer, auf dieser Strecke bis zu 100.000 Tonnen Rohholz jährlich aus Tschechien importieren. Und auch andere Sägewerke und Spediteure könnten sich durchaus vorstellen, ihre Transporte ab Slavonice mit der Bahn durchzuführen. Dazu kommt noch die Fracht 800 Firmen, die laut einer Erhebung des Prager Verkehrsentwicklungszentrums ebenfalls mehr als 100.000 Tonnen auf dieser Bahnlinie befördern möchten. Damit würden sich nicht nur Einnahmen in zigfacher Millionenhöhe für die ÖBB ergeben, sondern es käme auch zu einer wesentlichen Entlastung des Straßenverkehrs in der Grenzregion. Momentan
momentan läuft der Güterverkehr durch das Theiertal, ein LKW nach dem anderen auf den engen, verhältnismäßig engen Straßen und den alten Dörfern mit den verwinkelten Straßen, da müssen sie sich durchschlägeln. Těžká doprava přes Slavonice, to je problém, to se občanům jako moc nelíbí, protože my bohužel nemáme silnici v tak dobrým stavu, jako tady na rakouské straně. Ta naše cesta není stavěná na tak velkou tonáž a ty velký auta s dřevem a i kamiony v podstatě, to je pro nás v tuto chvíli nevýhodná záležitost, protože ty komunikace na to nejsou u nás postaveny. Tschechen, sozusagen die Bahn genau bis zur, fast zur Grenze, sozusagen sehr schön ausgebaut, wirklich alles super. Und wir haben auch alles ausgebaut, nur auf der Straße, sozusagen, nur passt das sozusagen nicht zusammen, weil dort hört dann die Straßen auf und die Bahn fängt an. Heute weiß beispielsweise, dass der Güterverkehr auf der Straße 13 Mal so viele externe Kosten erzeugt wie auf der Schiene, dann ist es gar keine Diskussion mehr, um darüber jetzt sich das Maul zu zerreißen, ob wir hier die Personen mit dem Bus oder mit der Bahn transportieren, sondern wir sehen sofort, dass hier ein Vielfachnutzen auf der Bahn auftritt, beispielsweise über den Güterverkehr. Was mich stört, ist, dass der Kostenvergleich von der Bahnstrecke und der Straße ja nie fair dargestellt wird. Ja. Es entsteht der Eindruck, die Bahn ist unerschwinglich teuer und die Straße ist billig. Jetzt muss man ja bedenken, was die Abnutzung dieser Straße ist bei dieser Frequenz von Schwerverkehr. Wir werden eine Transitroute und die Ortsumfahrungen, die meiner Meinung nach unumgänglich sind, in Ortschaften wie Thaya und Niederedlitz, die stehen ja gar nicht in dieser Rechnung. Wenn man das alles fair kalkulieren und miteinander vergleichen würde, dann käme man hinter diesen Betrug. Ja. Es ist ein Betrug der Öffentlichkeit. Man muss schon sich die Kosten bei der Straße genauer ansehen. Das ist natürlich, die Frechterlobby ist da sehr, sehr stark, dass die Kostenwahrheit nicht rüberkommt. Ja, wenn man die Bahn jetzt baut und die kostet 15 Millionen Euro, dann ist das eine Investition für die nächsten 40, 50, 60 Jahre. Es gibt jetzt noch Schwellen auf der Strecke zwischen Schwarzenau und Weidhoben, die 40 Jahre alt sind. Ja. Also Holzschwellen, die 40 Jahre alt sind und die waren bis 2010 in Betrieb. Da haben wir jetzt angeschaut, von wann die Schienen sind. Die vorderen am mittleren Gleis von 1998, aber hinten 1928. 83 Jahre, dafür schauen sie noch relativ gut aus. Bei einer Straße möchte ich nicht wissen, wie die auf der Zeit ausschaut. Durch den Schwerverkehr auf dieser vergrößerten, begradigten Straße, ja, nicht nur die ansässige Bevölkerung leidet, es ist ja auch ökologisch gesehen eine Katastrophe. Wir verwandeln unsere Region in ein Transitland für den Schwerverkehr. Das hat doch Folgen. Das ist eine Katastrophe, wenn eine Region das Kostbarste, das sie hat, preisgibt. Und es profitiert niemand bei uns davon, weil die profitieren, sind die Straßen errichtet haben und die diese Transporte machen. Aber die ansässige Bevölkerung, und das haben wir auch Bürgermeister hinter vorgehaltener Hand auch zugegeben, die profitieren nicht von dem Verkehr.
Es ist nur, dass wir die Nachteile zu tragen haben. Nichts anderes. Wer sich erholen will, der sucht eine ruhige Gegend, und das war bisher das Waldviertel. Nun werden leider Gottes durch das schönste Tal, das Steiertal, wird jetzt der Transitverkehr geführt. Es ist Verlust an Lebensqualität und es ist sicher auch ein Hindernis für einen prosperierenden Tourismusverkehr. Generell einmal den Standpunkt klargelegt. Wir sind natürlich für jede Maßnahme, die für die touristische Entwicklung des Bezirkes Waidhofen dient, sind wir natürlich dafür, stehen aber auf dem Standpunkt, dass ein Radweg nur dann Sinn macht, wenn ich das in Kombination mit dieser Teertalbahn mache. Das heißt, ich kann einsteigen, ich kann aussteigen, wann ich will und wo ich will, und kann dadurch diese touristische Gegebenheit besser nutzen. Weil wer fährt schon von Waidhofen nach Prag mit dem Fahrrad, ne? Und wenn ich einen Tagesausflug mache, möchte ich ja irgendwie da zurückkommen, ne? Das ist ja nur in Kombination sinnvoll, ne? Hier sieht man, das ist wieder ein Beispiel, dass man den Radweg auf der Trasse nicht braucht, weil neben der Trasse bereits Wege vorhanden sind und auch Radwege, und wenn man zum Beispiel das Geld in diese Wanderwege investiert und in diese Radwege investiert, diese modernisiert und verbessert, dann erübrigt sich ein Radweg auf der Trasse einfach. Und das weitere Problem ist natürlich, wenn ich die Geschichte dort einmal abgetragen habe oder dort einen Radweg errichtet habe, habe ich natürlich keine Möglichkeit mehr, dort nachträglich auf derselben Trasse mit den alten Trassierungsparametern sozusagen wieder eine Bahn einzurichten. Die Finchler Bahn wird eingestellt und dann hätte man einen Radlweg drauf machen sollen. Heute fährt die Finchler Bahn im Halbstundentakt. Dadurch, dass die Bahn so gut angenommen wird, haben wir einen riesen Radverkehr-Tourismus aufgezogen. Sie dürfen nicht vergessen, das Tal ist 60 Kilometer lang, hat nur 30.000 Einwohner. Das heißt, da sehen Sie eigentlich für normale Eisenbahner eine aussichtslose Situation. Und der rennt bestens, wird, wie gesagt, heute, wir denken jetzt an einen Viertelstundentakt. Ne? Man hat wirklich versucht, diese Strecke bis zum Jahr 2008 wieder zu reaktivieren. Und da sind auch von Seiten des Landes immer wieder diese Signale gekommen. Dass es in diesen Jahren nicht dazu gekommen ist, liegt darin, wir haben sehr mächtige Gegner gehabt. Und zwar ist die ÖBB mit dem Verkehrsministerium. Die ÖBB hat sehr starke Lobbyisten im Verkehrsministerium und die haben das bisher verhindert. Und leider Gottes sind die Verträge mit dem Land Niederösterreich mit diesen Leuten gemacht worden. Und natürlich ist es jetzt klar, dass jetzt für die Teertalbahn wenig Chancen sind. Also als das Land Niederösterreich die Nebenbahnen übernommen hat, war die erste Meldung von mir eine Jubelmeldung, weil es natürlich die Chance gegeben hätte, den öffentlichen Verkehr in Niederösterreich massiv zu verbessern. Leider hat die Landes-ÖVP das nicht getan. Das Land Niederösterreich macht in vielen Projekten eine Vorreiterrolle, hat in vielen Belangen eine Vorreiterrolle eingenommen. Meine Hoffnung war, dass es das auch im öffentlichen Verkehr machen will. Die Fakten sehen anders aus. 2010, seit dieser Vertrag mit der ÖBB und dem Bund gemacht wurde, ist die Situation umgekehrt. Jetzt ist momentan unser einziger Gegner, dem ja die Bahn gehört, dem Land Niederösterreich, das Land Niederösterreich und der Landeshauptmann leider Gottes auch. Das Traurige ist natürlich für die Region und für die ganze Heimatgeschichte, dass gerade die Bürgermeister, die endlich Interesse haben sollten für die Bahnlinie, die bisher auch Interesse gezeigt haben, zuerst unterschrieben haben, dass sie beharren auf die Reaktivierung, und von einem Tag auf den anderen sind sie umgefallen bzw. haben umfallen müssen, weil eben der Druck vom Land Niederösterreich so stark war. Das Verhalten der Bürgermeister ist wie in allen Vierteln in Niederösterreich. Wenn sie sich für etwas engagieren, brauchen sie auch die Zustimmung des Landes.
weil jeder Bürgermeister ist abhängig vom Land bezüglich Bedarfszuweisung, das heißt Geld. Jede Gemeinde braucht Geld. Es geht keiner Gemeinde so gut, dass sie sagen können, ich bin unabhängig. Das heißt, jeder Bürgermeister muss zum Herrn Landeshauptmann, das ist ja speziell in Niederösterreich besonders ausgebaut, dieses System, muss um Geld bitten. Und der achtet dann darauf, bildlich gesprochen, ob der Bürgermeister brav ist oder ob er sich gegen die ÖVP-Politik auflehnt. Leider stehen die Zeichen gegen uns. Die Gemeinden, die diese entsprechenden Beschlüsse fassen mussten, sind alle gefasst worden. Das heißt, über kurz oder lang steht auf der rechtlichen Seite nichts mehr dagegen, dass die Schienen demontiert werden. Die Österreicher lassen sich alles gefallen. Es ist unglaublich. Absolut. Es ist unglaublich. Absolut. Ja, ich bitte Sie, vielleicht von Ihrer Seite aus irgendetwas zu unternehmen, um vielleicht einen Brief zu schreiben an den Landeshauptmann oder ein Mail zu schreiben, dass er vielleicht doch noch diese Sache in eine andere Richtung bewegt. Zukunftsforscher sagen, die Rohstoffe werden ausgehen, die Mobilität wird mehr Kosten verursachen, das Auto ist teuer. Wir werden eine sehr gesunde, alte Bevölkerung, die noch sehr, sehr lange leben wird, in Niederösterreich haben. Und wenn die Menschen dann nicht mehr mit dem Auto fahren können oder wollen, dann gibt es viele Probleme. Die Sozialkontakte werden gekappt, sie kommen nicht mehr von A nach B. Ich kann im Waldviertel mit dem Fahrrad dann in Zukunft fahren. Das ist sehr sinnvoll für eine Mutter mit zwei Kindern und Einkaufstaschen. Die Verkehrspolitik in Niederösterreich wird von alten Männern gemacht, ja, die in St. Pölten auf einem Schreibtisch sitzen und alle einen Chauffeur haben. Ich sage, die haben von der Realität überhaupt keine Ahnung. Dort müssten junge Menschen sitzen, alte Menschen sitzen, Mütter mit Kindern sitzen, Studenten sitzen, die sich kein Auto leisten können. Die sollten einmal sagen, was ihre Bedürfnisse sind, aus allen Teilen von Niederösterreich.